Dresden, du wundervolle Stadt. Du bist der Zwinger, du bist die Semperoper, du bist die Frauenkirche. Dresden, du bist aber auch Dynamo. Und jetzt gilt es, die Partie hat begonnen. Wir schaffen das. 1000 Leute, mein Vater hat zu mir gesagt, der Trainer hat zu mir gesagt, alle sagen, hey, der Boden ist nass, schieß doch mal. Da habe ich gesagt, dann schieße ich halt mal und ich treffe ihn unglaublich. Und als er meinen Fuß verlässt, dachte ich, oh, der könnte was werden und dann sehe ich ihn nur noch reinfahren. Fjell schießt! Absolute Freude, Hammer. Was ein Ding. Fiello, Fiello, Fiello. 1:0 für Dynamo, 1:0 für die Guten. Der Riemann, der hat hinter den Ball geschaut und hat noch die Briefmarke draufgeklebt auf den Ball. Schönen Gruß und auf Wiedersehen. In der 31. Minute hält Dresden das erste Mal den Atem an. Das ist einfach herrlich. Ja! Ich frage, was passiert ist. Das 2:0 für Dynamo, war das geil gemacht. Ein Wahnsinnsangriff der Dynamos über die rechte Seite. Und dann geschaut und Ouali macht den Ball ins Netz. Der Klassenerhalt. Ich kann nicht greifen, ich kann nicht spüren. Wir schaffen das, wir schaffen das. Es war so spitze. Das war ganz perfekt, war super, echt genial. Jetzt müsste doch das gewesen sein. Jungwirth hat den Ball, Jungwirth hat den Ball. Der stolze Jungwirth trabt dort drüben über die rechte Seite zur Eckfahne. Das macht er wunderbar, der Florian Jungwirth. Wie ein 10.000 Meter Läufer läuft er zur Eckfalle. Habe auch gemerkt, was ich da für Reserven noch habe. Sonst schimpft mir immer mein Papa, dass ich zu wenig laufe. Aber ich glaube, heute muss er mal still sein. Also das passt. Ja! Ja! Das ist der Schlusspfiff. Das ist der Schlusspfiff. Dresden, kannst du mich hören? Dresden, Klassenerhalt. Klassenerhalt. Dynamo Dresden spielt auch in der nächsten Saison in der zweiten Bundesliga. Die SGD ist weiter dabei in Liga 2. Atmen Sie das ein. Wir werden entlohnt für eine ganz, ganz schwere Saison. Das war ein Nervenkrieg das ganze halbe Jahr und heute fällt alles ab. Für mich ist es eigentlich wie ein kleiner Champions League-Sieg. Das ist Fußball made bei Dynamo. Wir haben Geschichte geschrieben. Einfach nur erleichtert und froh. Einfach nur unbeschreiblich. Also gibt nichts Besseres heute. Ey, so ein geiles Spiel. Ich bin bald umgekippt die letzten 10 Minuten. Das war das Beste, was ich erlebt habe. Das macht mich so unheimlich stolz, dass ich hier einer aus dieser Stadt sein darf. Für die ganzen Spieler, für die Fans, ich glaube, es war heute unglaublich, was wir abgerissen haben. Wir haben ein Spiel abgeliefert, was wir die ganze Saison nicht abgeliefert haben. Es war wieder sehr aufregend und sehr anstrengend und das Herz hat gerast bis zur letzten Minute. Wir haben es geschafft, wir haben gewonnen, wir sind in der zweiten Liga geblieben. Umso schöner ist natürlich dieser Tag. Ich freue mich natürlich riesig für die Mannschaft, aber ich freue mich natürlich noch mehr für die Fans, für den Verein. Wenn man das alles so miteinander vergleicht, unterm Strich, glaube ich, sind wir ein verdienter Klassenerhaltsmannschaft. Klassenerhalt! Wir haben es geschafft! Wenn du mir jetzt sagst, Relegation 2014 und ihr bleibt wieder drin, dann würde ich es auch wieder nehmen. Aber am liebsten würde ich weiter oben spielen, ohne mir darüber Gedanken machen zu müssen. Dynamo Dresden in der zweiten Bundesliga. Auch in der nächsten Saison. Mit Radio Dresden. Wir lieben Dresden.